So, hallo YouTube. Es gab jetzt zu dem Farid-Meyer-Messer hier doch ein paar Kommentare und auch Fragen. Und ich habe auch schon in den Kommentaren vielleicht eine oder andere Frage beantwortet, aber ich habe gedacht, ich mache lieber nochmal ein zweites Video dazu. Vielleicht kann man das da ein bisschen besser beantworten und erklären. Ich hoffe mal, das dauert nicht zu lange, weil es gibt ja eigentlich schon ein Video über das Messer. Es gab eine Frage vom Hornsby 55 war es, glaube ich, ob man nicht die Schneidphase hätte noch ein bisschen verlängern können bei dem Messer. Also um ein paar Millimeter hat er gefragt. Das wäre natürlich schon möglich gewesen, wenn man hier das Ganze noch ein bisschen weiter nach hinten gezogen hätte. Allerdings muss man sagen, erstens mal hat das Messer sowieso schon sehr viel Schneide im Vergleich zur Gesamtlänge, im Vergleich zu anderen Messern. Das habe ich auch schon mal gezeigt, zum Beispiel auch bei dem Strider S&G und auch viele andere Messer, die hier einen riesigen Choil haben oder sonst irgendwas, haben viel weniger. Und nah an die Schneidphase ran, beim kräftigen Arbeiten, kommt man hier relativ problemlos. Das hier sieht schlimmer aus, als es ist. Der Hauptdruck beim Arbeiten ist sowieso da oben. Unten hat man ja dann, wenn das Messer so den Druck hat, unten weniger. Und im Gegensatz zu vielen Flippern, wo da so ein riesen Teil raussteht oder manch anderen, ist es hier nicht mal so schlecht gelöst. Also man kommt hier so nah ran, wie man will. Und das ist wirklich hier kein Hotspot, obwohl es so ausschaut. Ich schaue immer nach Hotspots, aber der Hotspot, der wird sich dann eher beim Drücken da oben bilden. Also ich finde, es ist so weit in Ordnung. Warum das hier so überstehen muss, ja, da gibt es noch mehr Fragen zu dem Thema. Und zum Beispiel auch, warum man das Loch für den Dedent-Ball hier so offen sieht. Es gibt ab und zu mal beim Messer nicht so oft. Das ist wohl einfach aus dem Grund, weil hier die Griffschale relativ knapp gehalten ist. Und weil das so ist, schaut auch oben beim geschlossenen Zustand die Klingenstückchen über. Hätte man eventuell anders lösen können, aber der Fahrrad wird wohl irgendeinen Grund gehabt haben, warum er das so gemacht hat. Ja. Das wollte ich hier dazu nochmal sagen. Dann haben wir, hat einer gefragt, ob da unten ein Loch ist, unter dem Clip. Moment. Wenn der Clip drauf ist, na, hinter der Kamera, fällt es kaum auf. Darum habe ich den Clip mal abgeschraubt. Da ist ein Riesenloch. Und zwar ist halt einfach noch mal ein bisschen Titan entfernt worden. Anstatt ausgefräst, ist hier einfach ein Loch reingebohrt worden. Und damit haben wir auch wieder ein bisschen weniger Titan, einfach dafür, dass man das Titan leichter bedienen kann. Ist halt einfach notwendig und er hat sich halt für den Weg entschieden. Er hätte vielleicht noch ein bisschen Material rausfräsen können, aber er hat es halt so gemacht. Warum? Weiß ich auch nicht. Von der Funktion her ist einfach wichtig, dass es geht. Ansonsten ist es eigentlich egal, wie man es macht. Ich habe ja auch ein Messer, habe ich jetzt festgestellt, wo oben und unten diesen Cutout hat. Und der hat halt einfach so gemacht. Ja, was haben wir noch? Ja, genau. Die Verarbeitung hier an dem Overdrabble-Schutz. Ja, ich denke mal, das Wichtigste hier war das Loch, das er gebohrt hat. Also nicht diese Art Senkung, um die Schraube etwas zu versenken, sondern das Loch. Und das Loch ist ganz knapp, sieht man hier im Moment, an dieser Welle. Also wenn man weiter rüber gerutscht wäre, wäre man vielleicht sogar mit der Bohrung in die Welle reingekommen. Und es war wichtiger, das Loch halt hier einfach in die Welle unterzubringen. Und da hat diese Senkung einfach ein bisschen nach rechts verschoben, ist ihm halt passiert. Ich an seiner Stelle hätte die Senkung einfach weggelassen. Weil die Schraube ist sowieso nicht komplett versenkt, die ist ja relativ hoch und da hätte ich dann einfach noch mal ein Stückchen mehr übergestanden, was kein Problem gewesen wäre. Dann hätte man das gar nicht gesehen, besser gesagt, dann wäre das ja gar kein optischer Mängel gewesen, wenn er die Senkung weggelassen hätte. Was ich noch gemacht habe, mal auf der Arbeit, als ich es dabei gehabt habe. Ich habe hier eine kleine Senkung, die man hier fast nicht sieht. Also es ist eigentlich mehr so eine Entgratung angebracht, weil der gute Fahrrad hat hier einfach von unten durchgebohrt und Gewinde geschnitten.
und er hat hier oben gerade stehen gelassen. Was natürlich auch nur auffällt, wenn man die Schraube mal rausdreht, muss man ja nicht. Aber ich habe es halt rausgedreht und habe das gesehen. So Sachen mache ich auf der Arbeit jeden Tag. Und darum war das für mich eine Pflichtübung, das zu entfernen hier. Macht man eigentlich so, dass so ein Gewinde austritt, entgratet oder etwas angesenkt wird. Okay. Ja, dann was haben wir noch? Ja, das letzte war noch jetzt auf der Stefan hat noch einen Kommentar geschrieben, wie in der Schneidphase. Und zwar, ja, ist es genauso wie du geschrieben hast, Stefan. 1,5 mm ist viel. Allerdings liegt es wohl wirklich auch daran, dass die Schneidphase so breit ist. Und je breiter man, je höher man die hochzieht, umso breiter wird halt einfach auch die Klinge. Und so kommt man vielleicht eben auf die 1,5, anders wäre es vielleicht nur 1 mm gewesen. Ja, also schneiden tut es trotzdem gut. Der Christoph hat noch was geschrieben und zwar wegen dem recht groben Finish, möchte man es gar nicht nennen, sondern es ist halt einfach vom Schliff so entstanden. Ich habe mit Rost aus dem hier noch keinen, ich habe noch keine Probleme mit welchem Rost, weil je rauer so eine Oberfläche ist, hat man immer mehr Probleme mit Rost, habe ich jetzt noch gar nicht. Ich habe andere Messer, da passiert es schon mal. Aber bei dem hier, ich habe es doch schon ab und zu mal benutzt und eben auch ist ein bisschen feucht oder dreckig geworden, habe ich noch keinen Rost. Das viel größere Problem, habe ich ja schon einen Kommentar reingeschrieben, ist, wenn man was mitschneidet, manche Sachen, da hängt sich der Dreck ziemlich fest und man kann es nicht mal so schnell am Hosenbein abwischen oder so, sondern man muss das wirklich schon mit feuchten Lappen in diese Richtung hier ausstreifen. Den Dreck oder Lebensmittelreste, je nachdem, was da drin hängt. Also das ist von der Pflege her, vom Sauermachen eher ein Problem bis jetzt da als mit Rost. Ja, das war es soweit. Das wollte ich hier einfach noch mal zeigen. Mit der Hardware weiß ich immer noch nichts Genaueres, aber ist im Endeffekt ja auch nicht so wichtig. Okay. Ich hoffe, ich konnte noch ein bisschen was zeigen und erklären damit. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und noch ein kurzer Nachtrag zum Nachtrag, weil ich gerade gesehen habe, wie das Video fertig war, dass ich noch zwei Sachen vergessen habe. Und zwar hat der Stefan noch gefragt, warum das Loch für den Titanball so groß ist, ob denn der Ball selber auch so groß ist, dass er da reinpasst. Kann ich dir leider nicht beantworten. Also das Loch hier, das man von hinten sieht, wo da immer reingepresst wird, ist auch relativ groß. Also sieht, hat man auch schon kleiner gesehen. Und kann ich in der Kamera nicht zeigen, man sieht den Ball auch ein kleines bisschen. Er ist nicht ganz so groß wie das Loch, aber relativ groß. Allerdings funktionieren tut schon, also da hat er drin kein Spiel. Die Klinge sitzt fest. Genauso ungefähr, wie es sein soll. Man braucht ja keinen harten Detent, dass man damit flippen kann, sondern es soll ja normal aufgehen. Und das Einzige ist, wenn ich richtig kräftig schleudere, was ich jetzt hier nicht machen kann, wegen dem Abstand zum Tisch, dann fliegt die Klinge auf. Ist allerdings auch bei vielen anderen Messern so, die ich habe. Und hier ganz besonders, wegen der sehr schweren Klinge, bekommt man es natürlich auch leichter herausgeschleudert. Ja, und das Zweite war, wo wir es auch nochmal kurz davon hatten, ist hier, als ich das Glas zerschlagen habe mit der Spitze und es ist vorne ein Stück weggebrochen, ist natürlich bei dem Messer noch so ein bisschen eine Besonderheit. Und zwar dadurch, dass es ja fast schon so eine Art Skinner-Klinge ist, wo die Klingenspitze über dem Rücken liegt, haben wir hier natürlich noch mehr, wenn man irgendwo draufschlägt, ist die Klinge noch mehr belastet, als wenn es hier so eine Mittelspitze oder sonst so eine gerade, wie es man halt sonst meistens hat, wird mir die Spitze noch weniger auftreffen auf dem Glas als hier. Und hier hat man wirklich die blanke Spitze, die hier auftrifft, wenn man auf das Glas klopft. Und das hat wahrscheinlich das Ganze auch noch ein bisschen negativ beeinflusst. Und ja, das ist wohl meine Vermutung, weil ansonsten ist die Spitze schon sehr stabil ausgeführt, eigentlich. Okay, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.